Moin moin Leute, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt hier bei mir. Und sind natürlich im Polizeidienst mit Emma. Am Ende des Videos möchte ich euch noch kurz die neuesten Sachen zeigen. Es gab ein Update. Zeige ich euch ein paar News und also dranbleiben, wer es nicht verpassen will. Am Ende des Videos gucken wir uns die Neuigkeiten an. So, wir sind jetzt hier in dem Bezirk. Wir haben eine Fahrzeugstreife und wir müssen Polizeipräsenz zeigen. Das sind die sogenannten roten Bezirke, die ihr ab und zu mal auf den Maps findet, wenn ihr in einem Stadtteil seid. Und da müsst ihr dann die Balken voll kriegen, um diese Polizeipräsenz eben freizuschalten. Das ist dann, ich sag mal, eure Primäraufgabe. Das versuchen wir jetzt mal. Bei deinem Stoppschild überfahren. Da hinten der. Die Taxi hier. Kriege ich den denn jetzt rausgewuselt? Am besten so, ne? So. Also fahren. Stoppschild überfahren. Ich halte Sie an, weil Sie an der Kreuzung nicht gestoppt haben. Herrje, das tut mir leid. Ich hab's nicht gemerkt. Ah, kein Problem. Oh, Alkohol. Ich muss Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Ja, natürlich, Officer. Los, her mit den Klamotten jetzt. Mit der Axt habe ich auch nicht den ganzen Tag Zeit. Ausweis abgelaufen. Oh, hier seht ihr, das ist unter anderem die Fotos. Die sind so ein bisschen abgenutzt jetzt. So, Ausweis abgelaufen, Stoppschild überfahren, stinkt nach Alkohol. Ich würde sagen... Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Schön langsam, Lady, hast du gehört? Ja, ans Handy. Ja, also ist ja fürchterlich. Die sind ja genauso schlimm wie im Real Life, die Leute. Ja? Nur Handy. So, Ausweis habe ich schon. Alkoholtest. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Ja, danke schön. Das war's ja jetzt. Also, pass auf, Mädel. Jetzt machen wir folgendes. Ticket kriegst du erstmal rein, wegen Fahren über Stoppschild. Ich werde Ihnen einen Strafzettel wegen Überfahrens eines Stoppschildes ausstellen. Das macht bis zu $250. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Tja. Kann ich da nichts zu. Dann kriegst du noch einen rein, weil dein Perso abgelaufen ist, aber das nur mündlich. Dieses Mal belasse ich es bei einer mündlichen Verwarnung. Danke. Danke. Aber... Ich muss Sie wegen Fahrens unter Alkohol... Jetzt kommst du schön mit, dieses weil... Dieses Gesetz ist widrig. Was? Ja, nicht wie was. Ja, so ist das manchmal im Leben. So, ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Karel, lass mal abschleppen. Klar, ich werde Sie zur Polizeidienststelle begleiten. So, und das Schöne ist jetzt, wir sind direkt vom Revier. Nehmen wir sie einfach mit. Können wir das Vögelchen gleich wieder zurück ins Nest bringen. Hi Kollegin, guck mal, wen ich mitgebracht habe. Bleib. Das ist noch ein bisschen buggy. Jedes Mal, wenn du einen in die Zelle steckst, dann... Ah, oh, ist plötzlich die Sprache weg. Ne? Entwickler-Team, danke für den Patch. Wie gesagt, Ende des Videos gucken wir uns den nochmal an. Danke für den Patch, aber... ihr müsst echt noch mal
Nochmal ran. So, die Karre soll abgeschleppt werden. Ich bin gespannt. Der Abschlepper steht da schon. Sehr gut. So, wir haben jetzt in Baytown den Balken fast voll. Aber natürlich noch nicht voll genug. Ist er jetzt gefahren. Das darf er hier auch. Wir drehen mal. Das kann ich ja nun gar nicht leiden, ne? In meiner Stadt gibt es hier Ordnung, ne? Und dann parkt die auch vernünftig. So, gibt es Ticket für. Sind wir schon in Conway wieder? Aha. Haben wir einen Aussichtspunkt oder eine Sehenswürdigkeit entdeckt. Sehr schön. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Naja, war ja klar. So schnell wie möglich an ihren Standort. So, falsche Richtung. Und das hier habe ich eigentlich entdeckt, weil der steht schön auf der Bushaltestelle. Und dann dürfen wir den nämlich auch abschleppen lassen. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? So ist es. Ein Abschlepper wurde bereits an ihren Standort geschickt. Der parkt auch scheiße. Und auch den dürfen wir abschleppen lassen. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Und der parkt auch. Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Ja, wir schicken einen an ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Zu dicht am Fußgängerüberweg. Und auch den lassen wir abschleppen. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Jawohl. Ab geht's. Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt. Aber der fährt leider Gottes. Hatte der nicht gerade rot? Der auch? Okay. So, Freundchen. Was ist bei dir falsch? Ich habe sie wegen ihrer Unterbodenbeleuchtung angehalten. Ja, so ist es nämlich. Sie wäre aus. Ja, Denken und Wissen, das sind so zwei Sachen. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. So, raus okay, mit Officer. Den Papiere. Bitteschön. Aber zackig. Time is money. Also das mit den Fotos finde ich mittlerweile ganz gut. Dass sie so ein bisschen verbraucht aussehen. Na gut, hat keine Zulassung. Okay. Dann kriegst du jetzt ein Ticket rein, wegen abgelaufener Zulassung. Ich werde Sie mit einem Bußgeld zwischen 50 und 250 Dollar wegen eines abgelaufenen Kennzeichens belegen. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Naja, geht noch besser. Und wegen deiner Unterbodenbeleuchtung kriegst du auch einen rein. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen der Unterbodenbeleuchtung aus. Macht bis zu 200 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ja, Denken ist nicht so deine Stärke, ne? Das schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Haben wir nun schon mitgekriegt.
So. So, das ist der abgeschleppte Wagen. Und seht ihr? Das war der von der Bushaltestelle. Nicht geblinkt, Lady. Ich habe sie herausgewunken, weil sie nicht geblinkt haben, als es erforderlich war. Ja, ja. Und? Oh, wie dreist, ja und? Ich hätte gerne ihren Ausweis und wenn möglich die Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer, bitteschön. Ach, jetzt plötzlich ganz freundlich, ja? Ja und, sagt sie. Aha, wo ist die Versicherungskarte? Also, die ist schon mal weg. Dafür gibt es natürlich ein Ticket. Ja, seht ihr, keine Versicherung wieder am Start. War ja so klar. Ja, und sagt sie. Also, Fahrer ohne Versicherung. Ich muss sie wegen einer ungültigen Versicherung mit einem Bußgeld belegen. Ticket. Haben sie schon so viel? Och jo. Wenn du mal ein bisschen freundlicher gewesen wärst, dann hätten wir über das eine oder andere reden können. Ich muss sie mit einem Bußgeld wegen des Setzens eines Blinkzeichens belegen. Das macht zwischen 60 und 150 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. Tja. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Na und? Wer ist über eine rote Ampel gefahren? Shit. Wie die wieder alle parken hier, ne? Also, unglaublich. Wie die letzten Mongolen parken hier. Also der schon mal kriegt er hier ein Ticket. So. Der kriegt auch ein Ticket. Halteverbot. Und abschleppen lassen. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Ja, wir schicken einen an Ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Kennen wir ja schon. So. Alles klar? Werde ich dir gleich Könnt sagen. Ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Werde ich dir gleich Wagen, sagen, ob alles klar ist. Hallo? Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. So, wir dann haben wir in Baywatch schon mal alles erledigt. Einer verfügbar ist. Ja? Jetzt könnten wir nach Conway fahren. Das ist hier oben drüber. Hier zum Beispiel hin. Shit, jetzt habe ich nicht mitgekriegt, was der hatte.
Dann zwingen wir ihn halt zum Anhalten, ne? So. Rote Ampel überfahren. Alles klar. Wenn ihr das Kennzeichen anvisiert, dann kriegt ihr das hin, ja? Also. Los, Lady. Was ist los? Ich habe sie angehalten, weil sie über eine rote Ampel gefahren sind. Genau. Da widerspreche ich, Officer. Es war noch grün. Da widerspreche ich, Officer. Oh, oh, oh. Also, Ausweis her. Ich möchte bitte Ihren Führerschein und Fahrzeugschein sehen. Bitte schön, Officer. Da widerspreche ich Ihnen, Officer. Ich glaube, du kennst sie immer hier noch nicht, ne? Versicherung ist natürlich ungültig. Wobei... Ja, die ist abgelaufen. So, also einmal... Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Ja, da widerspreche ich Ihnen. Nicht. Ja, da besorgst du dir. Und... Das gibt einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot. Da werden 120 bis 250 Dollar fällig. So viel Geld habe ich nicht. Das hast du schon mal gesagt. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ja. Dann drehen wir jetzt hier mal. Und sehen zu, dass wir nach Conway fahren. Weil das wäre der nächste Bezirk. Genau hier. Und dann können wir uns natürlich auch mal um sowas kümmern hier. Geht natürlich gar nicht. So, Ticket. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Wir schicken einen so schnell wie möglich an Ihren Standort. Ja, na klar. Aber ich weiß nicht, was die jetzt gemacht hat. Müll weggeworfen? Ich weiß es nicht. Wir können mal eben den Marker hier wegnehmen. So. Über Rot gefahren. Sehr schön. So, 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 so. Kollege Schnürschuh, jetzt geht's los hier. Fahren über Rot. Ich habe sie angehalten, weil sie bei Rot gefahren sind. Der Kopfhörer Nein. auf. Es war noch grün. Schrei doch nicht so. Ich möchte bitte Ihren Personalausweis. Kopfhörer auf, Alter, sitzt im Auto. Klar. Bitte sehr, Officer. Ich find's crazy. Ausweis abgelaufen. Na, war ja klar, irgendwie, ne? Versicherung scheint okay zu sein. Ausweis abgelaufen. Jo. Dass der auch noch. Man müsste dem jetzt so sagen können. Sie bekommen einen Strafzettel. Kopfhörer absetzen, ne, aber sofort. Und 100 Dollar wegen Nutzung eines abgelaufenen Ausweises. So viel für so eine kleine Sache? Ja. So, und dann aber noch über Rot fahren. Ich werde Sie nun mit einem Bußgeld zwischen 120 und 250 Dollar wegen Überfahrens einer roten Ampel belegen. So viel für so eine kleine Sache? Ja, so viel. In Ordnung. Sie können dann gehen. Schönen Tag noch. Genau. Was willst du denn hier? Hier ist auch nicht ganz Schmoke im Kopf oder was?
Wer hat hier eine rote Ampel überfahren? Wer, wo, wie, was? Leider nicht erwischt, ne? Den mit der roten Ampel jetzt nochmal. Macht aber nichts. Übrigens, wenn ihr die Sirene anhabt und ihr geht auf die Hupe, dann habt ihr auch andere Sirenen, ne? Oh, ist grün übrigens. Wieder einer mit einer roten Ampel. Moin, Frau Indianerin. Sie werden angehalten wegen Fahrens bei Rot. Ich wollte ja bremsen, habe aber das Passpedal erwischt. Ach, das passiert mir ständig. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer, bitteschön. Doris Kumar. Wer hat sich die ganzen Namen bloß alle einfallen lassen? Herrlich. So. Leider nur der Verstoß. Hier ist ein Strafzettel. Aber wir haben beide Balken grün, Leute. Das kostet zwischen 120 und 250 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Na. Mit dem Denken habt ihr sowieso in der City alle. Auf Wiedersehen. Kannst du also wieder abhauen? Ja, dann würde ich sagen, Karte. Hier in dem Bezirk müssen wir ja unterwegs sein. Dann fahren wir auch noch mal wieder in unseren Bezirk. Naja, ich weiß, ich bin über Rot. Hier am Vorfahrt. Er fährt 25, das passt. Alter! Was war das denn für eine Aktion? Hast du noch... Hat die geblinkt? Die hat doch nicht geblinkt. Jetzt muss ich mich entschuldigen, weil die den Unfall verursacht hat. Nee, geht gar nicht, ne? Toll, ey. Eigentlich müsste man jetzt hier das Ding so aufsetzen können, weil sie ja Schuld hat. Oder habe ich das übersehen, Leute? Ich weiß es gar nicht jetzt. Ja, mehr ist hier nicht. So, jetzt muss ich mich hier entschuldigen. Ich entschuldige mich für den Unfall. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Bla, 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 die Versicherung wird alle Schäden übernehmen. Ist nicht weiter schlimm. Ausweis und Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. So, die kriege ich jetzt einen Bericht. Hier ist Ihr Unfallbericht. Bitte wenden Sie sich an das nächstgelegene Polizeirevier, um Ihren Fall erfassen zu lassen. Die Polizei von Brighton kümmert sich um alles Weitere. Okay, danke, Officer.
Ja, bitte. Tschüss. Das war's. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Alte Schlange. So, Kai, okay, lass mal hier abschleppen. Hier ist ein Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. Gut. So, ja, mit meinem Mobil müssen wir jetzt leider weiterfahren. Aber eigentlich sehe ich das nicht ein, ne? Also der Unfall. Ja gut, ich war zu schnell. Da. Also. Ja, da bin ich dabei. Also da, dass ich zu schnell war, das sehe ich ja alles ein. So, da will ich hin. Steht zu dicht am Fußgängerüberweg. Soll das sie auch gleich abschleppen? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Ja, aber ja klar. Innerhalb der nächsten 24 Stunden dafür. Ach, wo schickt das Navi uns denn hin? Nee, doch, ist glaube ich richtig hier. So, Stoppschild, schön aufpassen, genau. Dann dürfen wir auch fahren. Hat schon wieder irgendeiner eine rote Ampel überfahren? Herrlich. So, das. Aus. Zack. Ich habe mein Ziel erreicht. Ja. Haben wir. Wer hat hier Müll weggeworfen? Wer war das? Klöter. Ja, ich habe jetzt die Statue hier entdeckt. Das ist natürlich toll. Also das ist, man muss noch ganz viele entdecken. Ich denke, sowas kann man ganz toll in der offenen Streife machen. Und ich würde fast behaupten, der hier steht auch zu dicht am Überweg. Genau. Auch den können wir abschleppen lassen. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an Ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Natürlich. Das kennen wir ja schon alles. So. Den haben wir schon aufgeschrieben hier? Gut, dann schauen wir den auf. Ihre Schicht ist um. Ja, sehr gut. Aber den nehmen wir noch mit. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken so, denkt dran, schaltet ihn noch nicht ab. Ich will euch noch eben kurz die Neuigkeiten präsentieren. Erstmal gucken wir jetzt für das Schichtende. So. Keine Minuspunkte diesmal, Gott sei Dank. Okay. Gab leider nicht genug, um noch zu gucken, was los ist. Aber ihr seht, wir haben jetzt neuen Bezirk schon freigeschaltet, in dem werden wir uns in dem letzten Part dann reinlunzen. Ich werde noch einen Punkt gleich machen irgendwo, aber wir gucken uns jetzt einmal gemeinsam
die Neuigkeiten an. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Huch. Er scrollt schön durch. Neuigkeiten. Ja. Was sind für Neuigkeiten da? Wenn wir dann fertig sind mit Scrollen, dann können wir uns auch mal dem zuwenden. So, jetzt aber Neuigkeiten. Sorry dafür eben. Da war die falsche Taste. Also, Update 8.0 ist da. Und sie wollten das eigentlich für das nächste Quartal 2023 machen. Haben sich aber entschieden, jetzt vor Weihnachten der Community nochmal ein kleines Geschenk mitzugeben. Und haben sich an das Update gemacht und das Update rausgebracht. Was ist im Endeffekt neu? Neu ist, dass ihr jetzt Krankenwagen und Abschlepper rufen könnt. Aber ihr könnt auch die Abschlepper und Krankenwagen und auch eure Verstärkung, wenn ihr Leute verhaften lassen wollt, abbrechen. Ja, dann ja, wird das Ganze abgebrochen. Und die Fahrzeuge kommen nicht mehr. Des Weiteren haben sie noch überarbeitet die Geschichte mit der KI, wenn ihr angesprochen werdet wegen eines Hinweises, wo ist die nächste Sehenswürdigkeit. Das wurde gefixt. Noch ganz, ganz viele andere Sachen wurden gefixt. Unter anderem das Carbalancing, also ne, wurde ein bisschen gefixt. Die Fahrzeuge fühlen sich jetzt leicht anders an. Kommt mir nicht unbedingt so vor, aber sei es drum. Und das kann natürlich daran liegen, dass die Leute, die jetzt mit Controller spielen, dafür jetzt ein bisschen besseres Gefühl haben. Es ist also einiges passiert, was ich super finde. Ja, könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Ansonsten ist ja die Seite von Police Simulator auch verlinkt. Da könnt ihr gerne auch das Ganze nachlesen. Und das soll es im Endeffekt auch im Großen und Ganzen gewesen sein. Kleiner Hinweis für euch eben über das Update, über den Hotfix. Ich hoffe, ihr könnt da was mit anfangen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Folge 30. Das wird dann eine sogenannte offene Streife werden. Mit genug Punkten. Und ja. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, genießt die Vorweihnachtstage. Ich bin für heute raus, euer Don. Ciao. Ciao.